Freunde, was geht? Ihr habt richtig gesehen. Wir zocken heute mal Resident Evil 1, einer meiner Lieblingsteile überhaupt. Und ich liebe ja das alte Resident Evil. Und ja, heute zocken wir mal das Remake. Das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gezockt. Da hat auch mal richtig Bock mal wieder drauf. Und das zocken wir heute mal einmal kurz. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das erste Teil, den ganz alten, kannte ich auswendig und hat den damals tatsächlich in diesen 2 Stunden runtergespielt. Und aber das werde ich hier auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Zocken auch auf jeden Fall mit Chris. Ja, und da gucken wir mal. Resident Evil. Allein dieser Sound am Anfang, der war ja schon immer geil. Muss ich ja sagen. Breitband wollen wir natürlich. Steuerung modern unter die Mauer aus. Brauchen wir nicht. Okay. Wie soll ein gutes Spiel sein? Filmt aber eine Menge Arbeit. Wie wandern? Das Ziel kann auch eine Strapaze erreicht werden. Wie ein Spaziergang. Bergsteigen natürlich. So. Okay. Chris Redfield. Ja, nice. Das standen wir heute mal durch. Habe ich richtig Bock drauf, Leute. Machen wir bestimmt eine Gameplay-Serie. Solange Dead Space noch nicht draußen ist und ich noch keine Guides aufnehmen kann, machen wir heute einfach mal ein Gameplay von Resident Evil 1, Freunde. Da habe ich Bock drauf. Alpha Team is flying around the Raccoon forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their Chris, mission. Haven't found it yet? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker,
Jill and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Okay, Freunde, da sind wir. Chris ist ja immer so, dass er sehr wenig Inventar hat. Und, ja, auch nur ein Messer dabei. Das ist immer ein bisschen tricky mit Chris. Ich glaube, am Anfang hat er sogar nur 4 Inventarplätze gehabt. Naja, schauen wir mal, ob wir hier zurechtkommen. Wird wahrscheinlich einige Zombies mit dem Messer killen müssen. Mal gucken. Okay, das haben wir schon mal alles eingesammelt. Es gibt ja auch ein paar neue Räume und sowas in Resident Evil hier Remake. Deswegen müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier überhaupt hinbekommen. Okay. Szene. Mal gucken, komme ich hier vorbei? Normal hat er immer irgendwas. Keine Film. Okay. Besten Bericht erstatten. Das machen wir mal. Gut, dann mal wieder zurück. Da ist aber dann keiner in der Halle. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Irgendwie war das hier mit der Uhr auch anders, glaube ich. Boah, wie lange ich das nicht mehr gezockt habe. Aber ich habe Bock drauf, Leute. Schauen wir mal. Wesker? Jill? Where did they go? Okay, nehmen wir uns erstmal die Pistole mit, 15 Schuss. Hier hinten war das auch irgendwie anders. Kommt man jetzt hier, glaube ich, nämlich runter. Das geht aber erst später. So. Das kann man noch nicht kaputt machen. Hier ist Inventar. Die Karte haben wir noch gar keine. Doch, hier. Okay, Karte haben wir auch schon. Super. Hier ist verschlossen. Helm. Okay, jetzt mal abchecken. So, früher konnte man hier mal das Teil verschieben und dann da dran kommen. Das geht jetzt anscheinend nicht mehr. Okay, hier bleibt doch auch immer noch so ein Dude auf dem Boden. Dolch. Okay, Verteidigung. Er hat 2 Verteidigungsobjekt. Boah. Natürlich fällt er auf den Boden. Kommt der hier durch?
So, platt gemacht. Trophäe, unheimliche Begegnung bekommen. Wahrscheinlich, weil ich den mit dem Messer gekillt habe. Aber gut, gehen wir weiter. Wie sieht's aus? Gesundheit ist noch hoch. Gehen wir hier durch. Tür verschlossen, Schwertsymbol. Okay, das war am Anfang auch anders. Kriege ich das Ding dann irgendwie hierher geschoben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah doch, so geht's. Da gab es früher, glaube ich, auch was anderes außer die Karte. Okay. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. So, wir sind jetzt erstmal hier auf der anderen Seite. Hier am Leben. Ist der überhaupt noch da? Naja, der ist weg. Okay, dann kann ich mir hier seine. Das habe ich schon geholt, den Film. Kann ich hier lang? Dieser Raum ist neu, den gab es früher nicht. Dann muss ich erst nochmal überlegen, was hier nochmal war. Ah, genau, das führt dann hierzu. Okay, Magazin. Hier müssten eigentlich noch welche liegen. Pflanze. Ja, komm, nehme ich mal mit. Mal gespannt, ob er jetzt auch die Pflanzen auf der Karte anzeigt. Wie war nochmal Karte? Zeigt er nicht an, okay. Halb so wild. Hier sind auf jeden Fall noch einige Gegner gewesen vorher. Anderen Seite verschlossen. Da haben wir auch schon den ersten. Hier liegt nämlich noch einer. Okay, hier ist diese Falle, da kommen wir noch nicht hin. Soweit ich weiß. Mal gucken. Ja, wenn man den Schlüssel nimmt, dann nehme ich da raus. So, das ist nämlich irgendwie die Statue. So war das. Hier muss man so eine Statue hinschieben. Sonst stirbt man nämlich, glaube ich. Das Teil geht nämlich dann hier rüber. Ja, genau. Das wird klein und. Ja. Okay, ich glaube, ich weiß noch, wie es war. Wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Das ist nämlich auch das neue Rätsel, was sie hier eingebaut hat. Oh.
Es scheint tot zu sein. Aber das Steuerung muss man echt erstmal ein bisschen klarkommen. Pfeil. Noch ein Magazine. Fertig. Ja, normal sind hier doch zwei, glaube ich. So, ja. So, das schieben wir her. Das runter. Die kann sich immer mitnehmen, oder wie? Ah, krass. Okay. Schwertsymbol. Helm und Schwert habe ich bisher. Ausgucken. Ich glaube, man konnte ja auch gegenüberliegend auf die Seite rein. War das nicht so? Ich meine, hier gegenüber gab's. Nee. Nein. Stopp, da war ich falsch. Okay, raus hier. So, lass mal kurz überlegen. Da hinten kann man nicht rein, da kann man rüber. Ist verschlossen, Schwertsymbol. Das ist da, wo der Kenner fliegt, glaube ich. Verschlossen, Rüstungssymbol. Ja, okay. Okay. Jetzt müssen wir unten lang. Und rechts. Da finden wir dann auch die erste Kiste. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier den Diamant noch nicht mitnehmen kann. Könnte höchstens das Schild schon wieder einsetzen. Bringt aber erstmal nichts in dem Sinne. Muss ich später nochmal hin. So, dann muss ich erstmal hier lang. Runter in die Küche dann. Ja, okay, das ist jetzt auch ein bisschen anders wiederum. Okay. Da muss ich mir wahrscheinlich doch erstmal den Schlüssel holen. Hier durch. Bin ich am schnellsten. Ich schnapp mir jetzt den Schlüssel.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen risky, weil ich es noch nicht gespeichert habe und nicht mehr genau weiß, wie das funktioniert hat. Aber gut. Let's try. Das macht dann auf, das schiebt mich nach vorne. Bin ich hier drin? Na, muss mal gucken, ob ich schnell genug bin. Ich glaube aber nicht. Kann ja nicht noch mehr tragen. Kann ich eigentlich auch was ablegen? Da ich keine Kiste habe, verwende ich das jetzt einfach. So. Ach, die Statue ist dann schon hier. Ups. Ups, oder? Pflanze umsonst verwendet. Ist aber nicht schlimm. Haben wir noch genug? Ich überlege noch gerade, wie das nochmal war. Okay. Hier ist dieser Pfeil. Goldene Pfeil mitnehmen. Was war das nochmal mit diesem Pfeil? Das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Könnte man sie abnehmen? Pfeilspitze. Okay. Okay, okay. Jetzt will ich mal einen Blick auf die Map werfen. Da kann man nicht durch und da auch nicht. Okay, also alles hier oben zu. Also, aber das, wenn irgendwas rot ist, dann ist es so, dass da noch was liegt. So war das nämlich. Okay. Haben wir das auch schon mal wieder drin. Ah, hier kann man jetzt reingehen. Okay. Hier sind Hunde, glaube ich. Waren hier nicht Hunde? Seite verschlossen. Ah, hier kann man das benutzen. Na, so war das. Lass nochmal hier gucken. Hier gibt es Shotgun Money. Das Blöde ist auf jeden Fall das Inventar von Chris.
halt eines Auges. Ich habe natürlich eine rote Nase, Mann. Schnell die Nase. Die Kette bewegt sich, wo sie wohl führt. Tja. Diesen Objekt, das ist doch immer. Zurücklegen. Ich habe einfach keine Inventarplätze. Das ist das größte Problem momentan. Muss ich ehrlich sagen. Okay. Leg schnell das Schild zurück und dann gehen wir da lang. So. Das kann man ja später durch das andere Schild tauschen und dann verschiebt sich, glaube ich, die Uhr oder so irgendwie. Da ist dann auch irgendwie Position oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich merke schon, das habe ich lange nicht mehr gezockt. So, gehen wir da rein. Und schnappen uns das Buch schnell. Wenn ihr übrigens Bock habt, mal das im Livestream mit mir zu zocken oder euch das anzuschauen, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und dann können wir das vielleicht ermöglichen. Bisschen Back to the Roots mäßig mitnehmen, ja. Jetzt kommt da oben das Teil raus, wenn ich das weiß. Schwertschlüssel haben wir jetzt, können wir jetzt weitergehen. Ich finde ja diese Fix-Gamer-Action, finde ich ja richtig geil. Also retro-mäßig. So, Schwertschlüssel können wir hier oben benutzen. Das weiß ich noch. Ich meine, hier hinten wäre das. Nee, auf der anderen Seite dann. Nee, da war Rüstung. So, da war das Schwert. Fängt das schon wieder an. Ich muss hier zur Kiste. Ich glaube, die ist hier am Ende. Kann man doch dann hier runtergehen.
in diesen kleinen Raum. Ich glaube, da ist die Kiste. Magazin nehmen wir natürlich mit. Report. So, ich muss gleich irgendwann zurück. Die Sachen einsammeln. So, der letzte, den ich beim Messer töten kann, weil ich das nicht auflege. Aber gut ausgehalten. Ich hoffe, der ist schon platt. Ja, müsste auch eigentlich. Okay, der ist gut ausgehalten, der Kollege hier. So, hier ist der Raum mit der Kiste. Yes. Ja, okay. Magazin nehmen wir noch mit. Fahrband. Brauchen wir jetzt gleich. Mal kurz zu speichern. Was haben wir denn hier überhaupt? Treibstoffkanister. Null. Wie war das mit dem Treibstoffkanister nochmal? Kleiner Schlüssel. Den lasse ich mal her. Das Messer wollte ich noch wegpacken. Okay. Und jetzt mal kurz speichern. Jo. Top, da haben wir hier schon mal einen ersten Speicherstand. Das ist doch mal was. Okay. Jetzt holen wir uns noch die restlichen Sachen, die wir da vergessen haben. Das Fahrrad hier zurück machen. So. Pistole ausrüsten. Jetzt können wir zurück das Dings da holen. Und dann können wir unten lang und noch die anderen Sachen einsammeln. Pflanze nehme ich mal mit. Dann sind wir wo nochmal? Diese Zwischenebene, ne? Ah, ne, hier bin ich dann, okay. Perfekt. Dann müssen wir mich mitnehmen. Dann mal hier reinschauen. Was? Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Okay, damit weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich mit anfangen soll. So. Rüstungssymbol. Offen, glaube ich, ne? Ja. Oha. Sehr viele Pflanzen. Helmsymbol. Okay, die Pflanzen muss ich hier nehmen. Brauchen wir nicht. Können wir später noch gebrauchen. So, und weiter geht's.
packen dieses Papier weg und gehen dann hier hinten lang, um entsprechend gleich das Schild wieder einzusammeln. Jetzt haben wir hier ja schon unsere Kiste, den Diamanten müssen wir noch holen, dann können wir später in das Stieleraugen-Ding stecken, das weiß ich auch noch. So, mit dem weiß ich aber gar nichts anzufangen, ganz ehrlich. Ich weiß, der kleine Schlüssel ist für irgendeine Schublade, wo man normal den Dietrich benutzt, von der Jill. Naja, gucken wir mal weiter. Kann man von dort zumindest durchgehen. Ja, wenn ich da zu oft durchgehe, geht die Tür kaputt. Ah komm, das machen wir trotzdem mal. Jetzt raus, da hinten geht's zum Garten irgendwo. Da war auch dieses Rätsel eigentlich mit den Raben. Was ganz ein bisschen was drin ist. Ah, okay. Hier ist das mit der Shotgun. Na? Muss ich erst die alte Shotgun finden. Das war doch hier, ja? Noch ein Fahrband. Da ist die Shotgun. Die kann man jetzt aber noch nicht holen. Fahrband brauchen wir auch nicht, das lassen wir hier liegen. Okay, muss ich mir merken. Brauche ich noch den Raum für die Shotgun. So langsam dämmert es mir wieder ein bisschen. Ein bisschen aber auch noch. Okay. Bin ich nämlich hier auf der anderen Seite. Ich meine, hier wären auch mehr Zombies gewesen. Dachte ich zumindest. So, hier konnte man das Wasser ablassen. Dass ich noch einen dabei hatte. Dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Okay. Ein Schlüssel weniger. Das Zwischending, da gibt es Hunde. Da sind sie auch schon. Da sind die Chemikalien. Die brauche ich natürlich. Boah, das sind ein Haufen Pflanzen. Okay, die kann ich aber noch holen. Die brauche ich jetzt nicht. Erstmal noch die Chemikalien. So. Ist natürlich die Frage, ob ich mal so eine Runde mache und alle Pflanzen einsammle. Ja, natürlich auch eine Sache. Ist, weil ich hier öfters lang muss und hier gibt es eigentlich auch noch eine Munition. Soweit ich das weiß. Gab es zumindest früher. Hier hinter dem Schrank. Genau. Ja,
Anschlagesweise. Zack, da ist auch. Deswegen lohnt sich das auch. 15 Schuss. Zack, haben wir das auch erledigt. Kann man das hier aufschließen? Schwertschlüssel benutzt. Und dann sind wir wieder hier am Anfang. Genau, eigentlich unnötig. Dann können wir direkt wieder zurücklaufen. Dann habe ich die Chemikalien abgeben. Ob ich hier alles habe. Ja, die ganzen Pflanzen habe ich jetzt natürlich nicht. Kann ich auch gar nicht mitnehmen. Und dann können wir hier lang. Was für den? Ich glaube, ich ziehe die Küche raus, ne? Was? Ach. Nee. Was ist denn das für ein Bereich? Kenne ich gar nicht. Der Garten. Das ist so. Ja, klar. Okay, okay. Weiß ich da auch schon mal Bescheid. Ja, das sieht alles ein bisschen anders irgendwie aus. Spencer-Symbol. Jetzt könnte ich natürlich hier durchgehen, oder? Ich glaube, zurück ist kein Problem. Nur gerade durch ist das ein Problem. Genau, dann kann ich nämlich hier die Sachen weglegen. Und dann kann ich wieder rückwärts laufen. Ja, man ist wie ein kleines Labyrinth hier drin. Chemikalien können weg. Genau, Schlüssel behalte ich. Rest auch. So, jetzt gehen wir wieder andersrum. Nehmen wir quasi den Stein mit. Und was nehmen wir noch mit? Eigentlich müssen wir nochmal gucken. Okay, ne, hier ist der andere Ausgang. Muss ich gerade nochmal überlegen. Hier war Zone, Rüstung. Okay, sind wir hier wieder oben. Ich muss gerade nur überlegen, wie man nochmal hinten den Schlüssel bekommt. Von der Rüstung her. Wo diese Rüstung auf einen zukommt.
bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, nämlich. Und wie war das hier hinten nochmal? Was konnte man hier nochmal machen? Ist das hier der Diamant oder wie? Haben wir das jetzt anders gemacht? Achteckige Einbuchtung. Ich meine, das wäre dann eher die Kurve. Nee, das lassen wir hier. So nicht, da ich. Da waren die Hunde. Da komme ich nicht durch. Da auch nicht. Da komme ich auch nicht rein. Okay, jetzt muss ich doch gerade noch mal schauen, was hier war. Hat ja auch das Feuerzeug dabei. Ah ne, hier war das mit dem. Mit der Rüstung. Okay, was ist das? Wie war das nochmal mit dieser Rüstung? Von der anderen Seite verschlossen. Den Schwertschlüssel auch noch reinstecken. War das nicht hier sogar? Naja. Nee, war das. Okay. Ah, Moment. War noch eine Tür. Moment. Symbol. Oh, okay. Wo war noch das letzte Schwert? Boah. Ich hab echt gut überlegt. Okay, zur Not, wir checken einfach mal alles ab. Hier oben war es schon mal nicht. Auf jeden Fall lang, da kommen wir durch. Das ist von der anderen Seite, hier kommen wir durch. Das ist nicht sogar hier. Aha. Das siehst du mal. Es gibt aber immer noch eine Tür.
Muss noch eine geben. Ja, alten Schlüssel verwenden. Kommen wir hier durch. Ja, da können wir ruhig mal zuwenden. Die wachsen ja hier. Okay, Freunde. Da sind wir doch schon mal auf einem guten Weg. War hier nicht so in der Forest irgendwo? Ich meine, hier wären früher mehr Zombies gewesen. Tür aufgeschlossen. Super, jetzt bin ich wieder hier. Hat mir jetzt erstmal nicht viel gebracht. Kann dann wieder hier durch. Komm dann wieder da runter. Und kann erst noch mal speichern gehen. Die Stunde haben wir ja schon fast voll jetzt wieder. Da speichern wir mal ein bisschen und dann können wir nicht beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin kann ich mir überlegen, wie das nochmal mit der Rüstung war. Vor allem, wo ich noch den letzten Schwertschlüssel. Hundepfeife. Ah, genau. Da muss ich nämlich die Hundepfeife benutzen, ne? Ah, okay. Genau, da konnte ich nämlich die Hundepfeife dann benutzen. Interessant. Da, wo ich gerade war eigentlich. Naja, kann ich gleich nochmal zurücklaufen. Und die gute Hundepfeife benutzen. Gut, Freunde, gehen wir erstmal speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, mal so ein altes Game wieder zu zocken. Back to the Roots. Ich fand es auf jeden Fall nice. Ich hatte gedacht, es wären mehr Zombies hier in der Nähe gewesen. Also verteilt. Und ja, aber schon einige Questobjekte eingesammelt. Das wird auf jeden Fall auch noch was werden. Genau, haben wir hier schon einiges da. Was ich gerade noch probieren wollte, ist eigentlich das Holz zu kombinieren mit dem Feuerzeug. Ne, das geht nicht. Okay, ich dachte irgendwie so. Ja, mit dem Holz weiß ich gerade gar nichts anzufangen. Alles andere sagt mir was. Aber das Holz nicht. Naja, gut. Speichern wir, Freunde. Däumchen hoch, Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sag mal, bis dann. Macht's gut. Adios und ciao, ciao.